Patrick greift mich an. Max, ich glaube, ich brauche euch nochmal eure Hilfe. Patrick droht gerade alles anzuzünden. Ich lasse dich jetzt für 2 Tage bannen, du Patrick! Wir gehen rein. Craft Attack. Let's go, der Hase. Alter, Antonia hat schon angefangen mit ihrem Baum. Wie geil, Mann. Ich werde einen Subway bei uns bauen. Ja, das kannst du gerne machen. Da freue ich mich super drüber. Ja, der kommt direkt an den Berg, ne, wo dein Haus ist. Wir haben auch Chicken Teriyaki noch. Chicken Teriyaki besser. Ich will wirklich eins nehmen, glaube ich. Ja, komm, dann gehe ich einmal rein mit diesem Vegan Patty, bitte. Und on top Doppelkäse. Der ist auf keinen Bock auf Roleplay. Wir machen 2 Minuten Roleplay. Er sagt, oh, ich nehme dann. Ja, Digga, das war doch kein Roleplay, oder? Das war unser bestes Roleplay. Alter, ist das, machen wir Roleplay, Max? Nö. Ist Kevin schon voll Netherite? Trimax ist voll Netherite? Ja, der hat sich das alles erfarmt. Alter, Max, bleib mal kurz stehen. Darauf trinken wir. Hier, komm, darauf trinken wir. Trink mit mir. Aua! Aua, hallo! Max! Max, hör mal auf! Digga, warum? Hör mal auf jetzt bitte. Komm. Let's go, Revi! Wie schmeckt dir das? Du hast mich 500 Mal in Minecraft umgebracht. Und jetzt bin ich mal voll Netherite. Da kannst du deine Diamond Armor am A schieben. Alter, was ist denn das? Was ist denn jetzt los? Das war ein Hinterhalt. Das war eine Falle. Das war gerockt. Ja, Alter! Was schreit denn Romatra so rum? Der soll dich festhalten. Hast du eine Netherite-Rüstung, habe ich dich gefragt. Warum hat das denn jeder, Digga? Weil wir das Spiel spielen. Digga, ich habe gestern auch die ganze Zeit gespielt. Trimax, ich weiß ganz genau, wo du die hast. Die hat wieder Kevin für dich gefarmt. Du kannst nämlich gar nichts, Digga. Du würdest dich niemals in den Nether begeben, ohne dazu sterben. Ja, das ist richtig. Ja, also hat die wieder jemand für... Da steht's im Chat. Kevin hat die Rüstung Trimax gegeben. Ja, das ist so klar. Kevin hat gestern die ganze Zeit darüber geredet, wie du sein bester Freund bist. Aber Max, eins sage ich dir. Wenn deine Zuschauer unter 10.000 droppen, dann bist du nicht mehr Kevins bester Freund. Aha, das habe ich vorher auch schon gesagt. Romatra, du bist genauso eine Schmeißfliege. Halt den Mund. Oh. Vor allen Dingen Romatra. Digga, hier taucht die ganze Zeit nackt da bei mir auf. Bro, Mo steht die ganze Zeit in Unterwäsche vor meiner Haustür. Der soll mich in Ruhe lassen. Ey, what the f, Mann, hör mal auf. Wieso? Ey, Patrick greift mich an. Ey, Digga, warum? Hier über dieser Schlucht. Digga, warum? Warum? Bist du mal in einer Base, Revi? Ja, wieso kommt der einfach und bringt mich um, Digga? Warum? Digga, der hat mich einfach umgebracht, Spark. Der hat mich einfach umgebracht. Der ist einfach reingekommen und mich umgebracht. Hast du eine viel bessere Rüstung als der, oder? Der hat eine Full Netherite-Rüstung. Ja, genau. Nein, er hat Full Netherite. Oh, lol. Digga, ja, guck mal. Junge, was soll ich denn da machen, Alter? Hör doch mal auf, Alter. Junge! Hey, Digga. Digga, der hat sogar meine Sachen gestohlen, der Penner, Digga. Hier unten liegen, Revi, sammel die mal ein. Hier liegen noch. Ja, Bro, der hat den Rest genommen. Der hat meine komplette Rüstung, Alter. Hey, Junge, das ist so annoying, Alter. Grundlos. Ja, Kevin, den kriegst du nicht down. Den kriegst du nicht down mit der Rüstung. Ihr habt ja beide die Rüstung. Das dauert jetzt Jahre, bis der tot ist, Alter. Digga, der hat meine kompletten Sachen auch noch gestohlen, Alter. Einfach nur lächerlich, Junge, von ihm. Ja, Digga, was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt hat er meine kompletten Sachen gestealt und haut jetzt einfach ab, oder was? Schlag ihn runter. Du läufst das so üblicherweise. Hat Spark nicht recht, irgendwie sowas wie Slash Kill und dann den Namen eingeben? Ja, ohne Witz, mach das mal bitte, Spark. Grief ihn mal. Nein, mach ihn nicht. Ey, Kevin, danke, dass du mir zur Hilfe hier kommst. Der stirbt halt nicht, den kriegst du nicht down. Ey, ich bin unbesiegbar. Ja, seine Rüstung geht aber irgendwann kaputt. Er hat schon viel mehr Schläge kassiert als ich. Oh, nice. Oh. So, bitte. Nice, Digga. Jetzt müsstest du ja seine Rüstung eigentlich. Ja, die hab ich jetzt auch. Aber dann kommt er wieder, ne? Digga, ich hab jetzt seine Rüstung. Die ist klar, dass er gleich wiederkommt. Was soll er denn machen jetzt? Das wird jetzt zwar wieder Krieg geben, aber das geht einfach nicht. Patrick muss lernen, damit aufzuhören. Hey, Kevin, hast du denn sein Netherite-Schwert? Ja, ich hab das. Drop mir das mal bitte. Boah, danke. Oh, Baby. Digga, wie geil, Mann, wie geil. Danke, Kevin. Oh mein Gott, Kevin, du bist der Beste. Ach, Mann, guck mal, der Digga, da hat schon mein Haus hier wieder gegrieft, Mann. Digga, wir streamen zusammen. Du stehst das 5. Mal auf und stinkst die ganze Zeit. Das war einfach eine ehrenhafte Aktion. Du hättest nicht reinsteppen müssen, Kevin, aber du hast es gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn der das ohne Grund macht, dann geht das einfach nicht. Digga, wie geil. Oh, wie geil. Spark, kann ich ihm ein Grundstückverbot geben? Ja, ne? Du kannst ihm alles an Verbot geben, was du magst. Du kannst ihm auch, wie gesagt, persönlich sagen, dass du in Ruhe gelassen werden möchtest und dann muss ich dann halten, weil man soll gechillt spielen dürfen, wenn man das will. Spark, ich hab's jetzt in den Chat geschrieben. Ich will in Ruhe gelassen werden. Jetzt muss das machen, ne? Theoretisch. Geil. Oha. Nur gib mir meine Sachen. Let's go, Digga. Deshalb liebe ich ja Craft Attack. Kevin, Max, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Klar, komm mit. Ja, ich zeig's mir. Romatra meinte, man kann instant bei seiner Base sein. Es ist quasi eine Autobahn. Diese Treppe hier führt zu Romatra. Alter, ist das ugly. Naja, schauen wir mal, Romatra. Schauen wir mal deine Base an. Hier ist Romatras Base. Ihr müsst Zombieschutz von 1 bis 10 einranken. Wie findet ihr den Zombieschutz? Ist eine solide 4. Wer baut da vorne in der Luft?
Alter, Fliegehaus. Spark, Petrit ist in meinem Haus. Ich muss ihn umbringen. Er hat das missachtet, das Verbot. Er hat das Verbot missachtet. Möchte keiner mit sonst. Keiner möchte Bienen suchen kommen mit uns. Alter, Max, ich glaube, ich brauche euch nochmal eure Hilfe. Petrit droht gerade alles anzuzünden. Er darf nicht auf mein Grundstück gerade, ne? Er hat ja Hausverbot hier quasi. Baby, bevor du mich jetzt mit reinziehst als Orga und regeln, wie ist das? Wenn du wirklich nicht möchtest, dass er das kommt, schreib ihm privat. Fertig, da muss ich dran halten. Ende. Okay, /MSG. Ich hab's ihm geschrieben, sonst schreibe ich gleich nochmal sein Management. Wenn wir die Bienen festmachen. So süß, die zwei. Hey, Spark, kann man Netherite-Sachen in Flammen werfen? Ja. Ja, du kannst ihn Feuer werfen, die gehen nicht kaputt. Du kannst ihn Lava schmeißen, die schwimmen auf Lava. Möchtest du jetzt dein Zeug verbrennen? Er hat sich gecheckt, dass es nicht kaputt geht. Er sagt, ich hab den Vogel angeschossen. Ich hör dich nicht, hallo? Ah, jetzt, hallo? Petrit? Warum hast du meine Hose angezündet? Digga, warum zündest du mein Haus an? Hör doch mal auf! Junge! Was? Hör auf, Mann! Hey! Die Hose angezündet. Digga, lass es sein! Petrit! Dieses Holz! Mann, Junge! Netherite kann man viel länger farmen als Holz! Netherite brennt nicht, du Idiot! Hör auf! Mann! Oh, ey, Petrit! Ey, wusste ich nicht, Digga! Was soll ich das denn wissen? Du bist eine Missgeburt, Digga! Warum? Ich wusste doch nicht! Boah, Junge, du bist so eine Geburt! Du bist so eine ausgeworfen! Mann, mein ganzer Arbeit schon wieder für... Ey, du bist so eine Missgeburt! Bro, du bist so eine Missgeburt! Junge, guck dir mein Haus an! Schau dir mein Haus an! Es ist Hopp! Och, Digga, Mann! Ey, jetzt spann dich doch mal! Ich wusste nicht, dass nicht... Bro! Digga! Ich lass dich jetzt wieder bannen. Ich lass dich jetzt für 2 Tage bannen, du. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Mein ganzes Haus gerade am Abfackeln. Mein ganzes Haus brennt gerade ab. Petter hat mein komplettes Haus angezündet. Ich schwöre, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich hab gerade erst angefangen, Mann. Mann, alles für den 2 Tage Arbeit für komplett. Echt das Haus angezündet? Mein komplettes Haus ist gone. Guck's dir an. Ich kann's komplett von vorne bauen, Digga. Ich kann's komplett von vorne bauen. Ich krieg's doch nicht mehr gelöscht. Mein komplettes Haus ist gerade am Abbrennen. Es ist alles weg. Komplett. Bau das doch so wie ich mit Blackstone. Dann kann er nichts mehr anzünden. Aber Bro, als ob ich mein Haus jetzt einfach Petrit safe bauen muss. Ey, die Blackstone-Sachen sehen sogar voll geil aus. Ja, aber Bro, ich hab nur ein bisschen Holz drin. Ach, Mann, das ist alles weg. Es ist einfach alles weg, Mann. Mein Baum hier vorne fackelt auch noch saugeil, Digga. Saugeil. Ey, Junge, das ist einfach mal wieder too much. Das Ding ist, ich habe seine Sachen ja nicht mal angezündet. Die verbrennen ja nicht mal. Och Mann, Digga, ich hab das doch gar keine Ahnung mehr, wie das hier alles aussah. Ich krieg das noch nie wieder so rebuildet. War das vorher so krass, oder wie? Ja, Digga, ich hab halt so voll das eklig verschachtelte Dach gebaut und alles. Das ist halt richtig widerlich, das ist halt alles wieder aufzubauen. Es ist halt wieder alles gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist das komplette Haus, Digga. Und ich werde ihm seine Sachen jetzt nicht zurückgeben, Digga. Ich hätte doch noch ein bisschen rumgetrollt dafür, dass er mich einfach umgebracht hat, Digga. Und gut ist. Aber Bro, als ob ich ihm jetzt danach meine Sachen wiedergebe. Als ob ich ihm jetzt dann die Sachen wieder da geben würde. What the f***? Digga, er kriegt seine Sachen auf jeden Fall jetzt nicht wieder. Ganz einfaches Ding. Yo. Hallo? Hallo? Ja, ich gebe dir die Sachen jetzt nicht wieder. Warum nicht? Weil mein komplettes Haus abgefackelt ist, deshalb. Du musst auch mal aus seinen Fehlern lernen. Und das ist jetzt meine Konsequenz. Aber ganz kurz, chill. Ja. Erstmal, du hast ja gesagt, ich darf dein Grundstück nicht betreten. Ja. Ich war dann hier. Hab gesagt, gib mir die Sachen zurück. Das war, bevor ich dein Haus angezündet habe. Dann hast du meine Hose angezündet. Okay, Netherite-Gear kann man nicht verbrennen, kann ich ja nicht wissen. Doch, hast du doch gesehen. Ich habe die Hose doch sogar danach wieder angezogen. Das ist doch nur eine dumme Ausrede. Bro, hab ich nicht gesehen. Digga, du hast gesehen, dass ich die Hose danach anhatte. Das hast du doch gesehen. Du hast doch gesehen, als ich rausgekommen bin, dass ich die Hose habe. Das kannst du mir nicht erzählen, dass du so dumm bist. Du hattest Gear an, aber ich dachte, das wäre dein Gear. Ja, weil ich selber Netherite hatte oder was? Meinst du nicht, wenn ich selber Netherite Gear hätte, dass ich das tragen würde oder was? Guck mal, das Ding ist, wenn ich dich immer wieder davonkommen lasse, wenn ich dir die Sachen jetzt wiedergebe, dann lernst du nicht. Du musst Konsequenzen ertragen. So, Petrit. Ja. Ich mach dir jetzt ein Angebot, ja? Okay. Mein Angebot ist folgendes, ja? Ja. Erstens, ja, du hältst dich dran, du betrittst mein Grundstück nicht mehr. Okay. Dann ist das so, dass ich dir die Rüstung wiedergeben werde, unter folgender Bedingung. G-Time hat mir zugesagt, dass er mir eine Rüstung farmt. Solange bis ich die hab, also bis ich die nicht hab, kann ich dir die Rüstung natürlich nicht wiedergeben. Wann will er die denn farmen? Sobald er Zeit hat, hat er gesagt. Okay, wir machen so. Ich darf auf dein Grundstück einmal am Tag gehen und dann kannst du mir die Rüstung geben, wenn Kevin dir eine gefarmt hat. Deal? Ja. Handshark jetzt? Aber du gehst einmal am Tag auf mein Grundstück? Ja. Pro Minecraft-Tag oder Streaming-Tag? Streaming-Tag. Okay, heute warst du schon drauf. Ja, okay. Der Tag beginnt nicht also um 12 Uhr, sondern sobald mein Stream angeht. Das heißt, jeden Stream darfst du einmal auf mein Grundstück. Du darfst nur auf mein Grundstück, wenn ich online bin. Das ist die Voraussetzung. Okay, aber wann streamst du eigentlich usually? Also immer abends. Okay, Handschlag mit Unterschrift von Notar? Ja, Handschlag jetzt. Okay, bam.